Hallöchen und willkommen zurück bei Drakensang. Ja, die letzte Folge war mit einer halben Stunde ja dann doch wieder eher kurz. Mal gucken, wie lange wir es mit dieser Folge hier machen. Auf jeden Fall haben wir ja Kladdes ganz neu als Mitglied in der Truppe. Und ja, wir sind glaube ich schon ganz dicht. Oh ja, da ist ja schon der Blutfleck hier. Wir sind schon ganz dicht am, ja, Mordort. Lustiges Wort. Jetzt reimt sich ja alles hier auf einmal. Hilfe. Genau. So, genau. Und da sehen wir die Katze Mimi. Wir laufen einfach mal hin. Oh, jetzt haut sie ab. Armes Kätzchen, hallo. Ja, genau da ist es passiert. Wie bitte? Dort kam der alte Elko ums Leben. Entschuldigt, mein Name ist Noreen Eibenpfeil. Ich untersuche die Morde hier in Ferdok. Wie ist dein Name, gute Frau? Liebanger, mein Name. Ich wohne hier in dem Haus und habe euch von oben durchs Fenster gesehen. Dürfte ich dir noch einige Fragen zum Tode des alten Elko stellen? Sicher doch, gern. Ja, konntest du sehen, was dem Alten widerfahren ist? Nein, ich habe den Mord nicht gesehen, aber gehört. Es war vor einigen Tagen. Es wurde schon langsam dunkel, da hörte ich erst Gemurmel und dann ein wenig Tumult vor meinem Fenster. Ich dachte mir erst nichts dabei, hier ist so einiges normal. Wenn die Sonne in Vormannsheim untergeht, kommt das übelste Gesindel Ferdoks aus seinen Löchern hervorgekrochen. Das war doch sicher noch nicht alles, oder? Ihr scheint es ja sehr ehrlich zu haben. Lasst mich aussprechen. Also, ich hörte diesen Tumult und achtete zunächst kaum darauf. Wieder Trunkenbulde oder Gauner, die die Straßen unsicher machen, dachte ich so bei mir. Doch dann, ich werde diesen Augenblick niemals vergessen können, erhallte ein Schrei. Er war so laut und voller Schmerz, dass es mich noch heute erschaudern lässt. Ich traute mich erst nicht, zum Fenster zu gehen. Es kam mir fast wie eine Ewigkeit vor, obwohl es sicher nur Augenblicke waren. Doch letzten Endes obsiegte meine Neugier. Ich musste nachsehen, was draußen geschehen war. Und da erblicktest du den toten Elko? Ja, das tat ich. Aber es vergeht nicht eine Nacht, in der ich mir nicht wünsche, nicht zum Fenster gegangen zu sein. Dieser schreckliche Anblick verfolgt mich in all meinen Träumen. Der alte Elko vor meinem Fenster liegend, blutüberströmt, mit einem klaffenden Loch in seiner Brust. Praios, steh mir bei, was für Bestien nur können einem Menschen... Ja, okay, also, ja, schlimme Leute. Entschuldigt, ich habe die Verfassung, was ist los mit mir? Ich habe die Fassung verloren. Der arme Elko. Hoffentlich findet ihr seine Peiniger. Ja, noch mehr Fragen? Konntest du sehen, wer ihm das angetan hat? Ich bin mir nicht sicher. Ich sah Bewegungen, Schemen in der Dunkelheit. Doch ich könnte nicht sicher sagen, dass es sich dabei um den Mörder handelte. Der arme Elko. Er war immer so voller Güte. Verzeiht, es geht gleich wieder. Einige Zeit später füllte sich die Straße mit Neugierigen. Jemand hatte die Stadtgarde alarmiert. Sogar der Obergardist war dort, doch sonderlich interessiert kam der mir nicht vor. Er wollte wohl eher wieder schnell zurück in sein Bett. Für den war der gute Elko nichts weiter als ein heimatloser Taugenichts. Den scherzte sein Tod doch nicht im geringsten. Was kannst du denn so allgemeine Informationen über den Elko? Was war das für ein Mensch? Eigentlich kannte ihn hier jeder in Fuhrmannsheim. Wisst ihr, wir leben nicht gerade hier, weil wir in Dukaten schwelgen. Elko war ein netter alter Mann. Er lebte von der Gutherzigkeit anderer Leute. Das tun hier in vielen Fuhrmannsheim. Aber er gehörte gewiss nicht zum Selbstmitleid zerfressenen Pöbel, den andere schon lange nicht mehr scheren. Er hättet sehen sollen, mit welcher Hingabe er sich um seine Mimi gekümmert hat. Wer ist diese Mimi? Oh, ihr habt sie schon getroffen. Das ist die Katze, die ihr verscheucht habt. Sie gehörte dem alten Elko. Er hat sich immer so liebevoll um sie gekümmert. Einfach nur rührend. Ab und an sparte Elko jeden Heller, den er bekommen konnte, und kaufte seiner Mimi einen frischen Fisch direkt von der Fischhändlerin weiter oben am Weg. Wie jemand so einem lieben Menschen auf so fürchterliche Art und Weise das Leben rauben konnte, wird für mich immer unfassbar bleiben. Hast du vielleicht eine Ahnung, weswegen jemand dem alten Elko nach dem Leben getrachtet haben könnte? Nein, es macht überhaupt keinen Sinn. Außer seine Katze und dem, was er im Körpertuch hatte, er überhaupt keinerlei Besitztümer. Obwohl, lasst mich überlegen. Ab und zu, wenn es Feierlichkeiten in Ferdok gab, trug Elko eine besonders hübsche Brosche. Für meine Augen sah sie schon wertvoll aus. Allerdings nicht so wertvoll, als dass man dafür einen Mord aufs Gewissen nehmen würde. Wenn er sie nicht immer bei sich trug, dann muss er irgendeine Art Versteck oder so etwas wie einen Unterstumpf besessen haben, wo er derlei Dinge versteckt haben konnte. Hältst du es für möglich, dass Elko so gehandelt hätte?
Wenn ihr mich so fragt, der Alte war zwar arm, aber gewiss nicht dumm. Es kann gut sein, dass er solch einen Ort für die ihm kostbaren Dinge hatte. Aber da er nun tot ist, weiß wohl nur die kleine Mimi, wo dieses Versteck liegt. Oh, interessanter Tipp. Du sagtest, der alte Ilko kaufte des Öfteren einen Fisch für seine Katze. Wo kann ich die Fischhändlerin nochmal finden? Aber ja doch, das stimmt. Wisst ihr, die Mimi ist eine kleine Streunerin, genauso wie Ilko. Wer weiß, vielleicht verstanden sie sich deswegen so gut. Sie waren wie ein Herz und eine Seele. Ilko kaufte immer einen Fisch, wenn er die Kleine anlocken wollte. Es war fast wie Zauberei. Hatte Ilko einen Fisch dabei, sprang die Kleine aus dem nächsten Gebüsch. Ja, ja, so war das. Die gute Frau Strunkler hat ihren Stand nicht weit von hier. Folgt einfach dem Weg hinauf. Weißt du vielleicht auch was über die anderen Morde dieser Art? Von den Morden an unserem Drachen habe ich gehört. Einfach nur schrecklich. Er war nicht nur Ferdoks bester Imam, Imanenspieler, sondern bei weitem auch der beliebteste, müsst ihr wissen. Keinem hat er jemals ein Leid zugefügt. Wirklich bestürzend, dieser traurigen Schicksale lieber Menschen. Dieser Mörder muss bestraft werden. Was ist mit dem Mord an Ardo vom Eberstamm? Was sagt ihr da? Es gab noch solch einen furchtbaren Mord? Bei den Zwölfen, was ist nur aus dieser Stadt geworden? Von einem dritten Opfer wusste ich ja noch gar nichts. Wie tief ist Ferdok nur gesunken, ein Kessel aus Leid und Trauer. Ja, jetzt haben wir wirklich alle Fragen gestellt, waren ja auch echt viele. Ach ja, der arme Ilko. Ich kannte den Alten. Er hat keiner Fliege je was zuleide getan. Eine solche Bluttat wird nicht ungesühnt bleiben. Ja, das ist wirklich furchtbar. War auch irgendwie gerade von so ein herzzerreißendes Bild, wie die Katze über dem Blutfleck da gestanden hat. Also, naja, unser Questtagebuch hat, glaube ich, relativ klare Anweisungen. Gewinne Mimis Vertrauen. Ja, das wollen wir machen. Gehen wir auch gleich mal zu der guten Frau, die sich da die Seele aus dem Hals brüllt und ihre Fische verkaufen will. Und dann wollen wir doch gleich mal hier nach einem Fisch gucken. So, da ist er. Fische, frische Fische. Oh, hallo. Was darf's denn sein? Guten Tag, ich habe eben mit Frau Liebanger geplaudert. Ihr Haus ist hier ganz in der Nähe. Sie erzählte mir, dass der alte Ilko des Öfteren Fisch für seine Katze bei euch gekauft hat. Das stimmt. Jeden Monat holte er einmal frischen Lachs für seine kleine Katze Mimi. Wieso jemand diesen armen alten Mann umgebracht hat, werde ich nie verstehen können. Niemandem hat er je etwas zuleide getan. Sowas hat er einfach nicht verdient. Entschuldigt, doch hättet ihr vielleicht noch einen Lachs für mich? Ich würde der kleinen Katze gerne eine Freude machen. Auch sie leidet und vermisst ihren alten Ilko. Das ist aber sehr nett von euch. Leider habe ich keinen ganzen Lachs mehr. Ich schenke euch diese Reste hier. Sie werden der kleinen Mimi sicher schmecken. Ja, das doch nett. Ja, und den Rest ist dann nicht mehr so wichtig. Ja, haben wir doch glatt den Lachs geschenkt bekommen. Alles, was Schuppen ist. Ja, ich hätte gerne Schuppenrüstung. Hat sie aber nicht. Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Ah, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Eieieiei. Ja. Ist ja toll. Und gut ist Strunklers gut. Soll sich mal neue Slogans ausdenken. Wenn die ganzen Tag dasselbe brüllt, dann kauft auch keiner mehr bei ihr ein. Nur Schund hier, aber ist ja auch ein eher ärmliches Viertel. Braucht man sich wundern, dass da nichts Interessantes in den Fässern liegt. So, ja, wir haben ja nun den Lachs im Inventar. Wo ist er? Da, Lachsreste. Von diesem Fisch ist kaum mehr als der Schwanz übrig, aber dennoch ist es ein Festessen für eine Katze. Ja, das glaube ich auch, und dann gehen wir doch gerade nochmal hin, wo wir sie zuletzt gesehen haben. Ja, da ist jetzt nur der Blutfleck, aber vielleicht. Da kommt sie angerannt. Das ist ja süß. Kommt sie angehoppelt. Miau. Miau. Hier, kleine Mimi, lass es dir schmecken. Ja, dann wollen wir der kleinen Katze mal folgen. Oh, die ist ja wirklich süß. Die ist ja wirklich süß. Die ist ja ganz, ganz klein. Ja, komm. Ich glaube, wir gehen mal. So schnell ist die Katze ja auch nicht. Da können wir auch gemütlich entlang schlendern. Ja, doch wieder ein bisschen schneller. Wieder aufholen. Und jetzt wieder schlendern.
Miau. Oh. Miau. Ja, ja. Kleines Katzidi. So. Jetzt hat's ja was ausgebuddelt. Und uns da hingelegt. Da glitzert doch was. Sieht ja aus wie so ein Käfer, aber... Fische, Fische, Fische. Ist, glaube ich, nicht. So, was haben wir denn da aufgehoben? Elkos Brosche. Ach, sieh einer an. Die Brosche des alten Elko. Der Goldschmied, der diese rötlich schimmernde Kostbarkeit so kunstvoll eingefasst hat, muss ein wahrer Meister seines Faches sein. Ein wirklich wertvolles Schmuckstück. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das die gute Bala Dorkenschmied interessiert. Ja, ist auch unsere Aufgabe. Erstatte Bala Bericht. Das wollen wir doch machen. Aber wo wir jetzt schon hier in... Fuhrmannsheim sind, denke ich mir, dass wir jetzt auch mit Kladdes, die wir ja nun dabei haben, und von ihr wissen wir ja auch schon so ein bisschen, dass sie diebische Tendenzen hat, können wir doch eigentlich mal Abstecher bei der Diebesgilde machen. Ja, wir gehen da jetzt mal rein. Ja, wir haben die Tür geöffnet, jetzt nochmal, genau, so, jetzt. Ein Schild schützt seinen Träger gegen die meisten Fern- und Nahkampfangriffe. Dabei werden der Paradebonus des Schildes und die Boni aus Schildkampf 1 bis 3 zum Paradebasiswert addiert und den Rest konnte ich dann schon wieder nicht lesen. Aber ihr habt es bestimmt ja auch gelesen. So, wir sind hier in einem Kellergewölbe gelandet. Das ist ja mal interessant. Da haben wir einen Herrn namens Debero. Dann wollen wir doch mal mit Debero quatschen. Was treibt ihr hier in meinem Keller? Na, euch die Losung nennen. Sie lautet Onauk, also quasi Kuano rückwärts. Ach, Kladdes, Kleines. Schön, dich hier mal wieder zu sehen. Hört endlich auf, mich Kleines zu nennen. Verwechselt nochmal. Was? Ihr kennt diese Leute und wusstet von diesem Ort? Aber ja doch! Kuano, der Anführer der Diebesgilde, ist mein Vater! Euer Vater? Ja, aber wieso habt ihr mir das denn nicht schon früher gesagt? Muss ich euch denn alles erzählen? Darf ein Mädchen denn keine Geheimnisse haben? Pah! Ich habe euch doch gesagt, sie ist nichts weiter als eine gewöhnliche Diebin. Aber auf mich hört ja keiner. Tja, haben wir wieder was Neues gelernt. Die gute Kladdes ist die Tochter des Diebesgildenanführers. Ah, sowas. Und der Debero. Tretet ein. Der Durchgang ist offen. Krasse Stimme. Erst so hoch und dann so tief. Tretet ein. Der Durchgang ist offen. Wow. Hat ein tolles Timbre, der Mann. Aber okay. So, ja, hier jetzt natürlich wieder Kisten ohne Ende. Die muss der Leiti doch öffnen. Oh, mit einer Armbrust drin. Sehr cool. Nicht, dass wir sie benutzen würden. Glaube ich kaum, dass ich Verwendung für Armbrüste habe in diesem... Boah, nö, habe ich eigentlich selten gemacht. Na, mal gucken. Aber man kann sie wunderbar verkaufen. Das mit Sicherheit. Und ein Beerensaft. Ja, das auch schön. Und hier tropft es. Scheint ja sehr feucht zu sein, dieser Keller. Na, dann wollen wir doch mal mit Kuano quatschen hier. Hallo Kleines, wie geht es dir? Schön, dass du mal wieder bei deinem alten Vater vorbeischaust. Ich bin nicht klein. Beruhig dich, meine Süße. Was hast du denn da bei dir? Ein neues Gesicht in unseren bescheidenen Räumen. Willkommen in der Diebesgilde. Fex zum Gruße, werter Kuano. Ich bin Nurien Eibenpfeil. Ich muss zugeben, der Weg bis in eure Hallen war beschwerlicher, als ich angenommen hatte. Naja, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass wir nicht einfach Tür und Tor für jedermann öffnen können. Es könnte ja ein Stadtgardist hereinspaziert kommen oder Schlimmeres. Doch, wo sind meine Manieren? Wie kann ich nun den frisch gebackenen Mitgliedern unseres Bundes behilflich sein? Interessiert euch für Spiel und Spaß? Wollt ihr ein wenig trainieren? Oder braucht ihr gewisse Utensilien? Nur keine Scheu, sprecht eure Wünsche ruhig aus. Ja, was für Utensilien hat er denn zum Verkauf? So, mal gucken. Oh ja, hier besonders tolle Tränke. Dietriche, sehr cool die Dinger, auf jeden Fall.
Anleitung, um selber Dietriche zu basteln. Ja, das nehmen wir mal mit. Und die Fingerklinge ist auch ein ganz besonders tolles Ding. Es erhöht den Taschendiebstahl um +2, wenn man diesen Ring trägt. Dann kann man quasi irgendwelche Taschen aufschlitzen und was weiß ich. Aber den kaufen wir nicht, weil ich weiß, dass wir den auch für lau bekommen können. Die Zeit haben wir dann schon noch. So, lernen wir doch gleich einmal hier das Rezept. Info, genau, nee, hier, benutzen. So. Und dann gerade nochmal mit Kuano quatschen. In Factions Namen tretet näher. Willkommen im Tempel des Fuchses. Yay, so. Aber wollen wir nochmal gucken, was er uns beibringen kann. Taschendiebstahl, Schlösser knacken, Fallen stellen, Gassenwissen, Betören, Etikette, falschen Fechtwaffen, Finte, Meisterparade, gezielter Wurf. Ja, nee, alles Sachen, die jetzt weder für uns noch für unsere Begleiter interessant sind, weil Kladdis die wichtigen Sachen einfach schon kann. Fallen stellen können wir, Taschendiebstahl und Schlösser knacken, Fallen schärfen können wir ebenfalls, Gassenwissen, bla 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 bla. Ja, nö, ist also soweit erstmal alles. Okay. So, hat aber glaube ich nochmal was gehabt. Ja, sagt ihr denn nicht was von Spiel und Spaß? Das wäre doch vielleicht was für mich. Haha, ihr sprecht mit Faxens Stimme. Wir haben hier unten einen kleinen, aber beschaulichen Parcours aufgebaut, um unsere Fähigkeiten zu erproben und mit den Fingern in Übung zu bleiben. Ihr wisst doch, wer rastet, der rostet. Ja, da ist was dran. Gibt es bei diesen Parcours auch irgendwas zu beachten? Oh, eigentlich ist es ganz einfach. Benutzt all eure Faction-Gaben, um an die neuen Embleme der Diebesgilde zu gelangen, die im Parcours versteckt sind. Einige sind in fest verschlossenen Truhen, andere versperrt hinter schweren Eisentoren. Andere wiederum stecken tief in den Taschen einiger unserer Leute. Schafft ihr es, mir alle Embleme zu bringen, winkt euch eine schicke Belohnung. Was sagt ihr? Wollt ihr es versuchen? Ja, nicht jetzt, vielleicht später. Für schön, wann immer ihr bereit seid. Ja, das jetzt zu machen wäre stumpfsinnig. Da müssen wir unsere gute Kladdis auf jeden Fall in ihren Talenten noch weiter für ausbauen. Weil die sollten uns dann schon irgendwie nach Möglichkeit am Stück holen. Und das wird zunehmend immer schwerer. Also verlassen wir die Diebesgilde fürs erste Mal wieder. Aber wir haben ja interessante Sachen erfahren. Von daher war das schon ganz gut, hier mal auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zur Barla Dorkenschmied. Das kann eigentlich nicht schaden. Ja, wir gehen zu Barla. Und teilen ihr einfach mal mit, was wir hier jetzt schon wissen. Da mit der Brosche von Elko und so. Dann kommen wir auch in der Hauptqueste voran. Gut, auf dem Rückweg liegt ja der Praios-Platz. Vielleicht können wir auch mal noch einen Abstecher beim Tempel machen. Ne? Stelle ich mir auch halbwegs spannend vor. Na, gerade mal überlegen. Wir laufen jetzt einfach mal. Zum Ugdanhafen? Nö, die Ecke. Ugdanhafen machen wir dann auch noch. Ob wir das in diesem Part noch schaffen, ich weiß ja nicht so recht. Erstmal zum Praios-Platz. So. Je kleiner das Ziel eines Fernkämpfers, desto schwieriger ist es für ihn zu treffen. Ein Fernkämpfer im Nahkampf erhält zudem pro umstehenden Kämpfer einen Abzug von 2 Punkten auf seinen Fernkampfwert. Ja. Ja, ich dibbel die Damm hier rum. Aber es ist ja ein schönes Lied auch. Ich mag das. Außerdem, ja, so. Hat mich an der Nase gejuckt. Das sind sehr wichtige Informationen für euch. So, jetzt geht's wieder. Hilfe. Da, jetzt aber. Oh, wie praktisch. Barla liegt quasi direkt auf dem Weg. Das ist natürlich toll. Ja, dann quatschen wir sie doch mal an, die Barla. Wie kann ich euch helfen?
Ich habe etwas Interessantes im Mordfall Eko entdeckt. Unter anderem bin ich bei meinen Untersuchungen auf diese seltsame Brosche gestoßen. Sie scheint der einzig wertvolle Besitz des alten Eko gewesen zu sein. Er hatte sie an einem sicheren Ort versteckt. Erstaunlich, dass der Eko so etwas nicht zu Geld gemacht hat. Es muss ihm viel mehr bedeutet haben als die Dukaten, die es wert sein mag. Dennoch sehe ich vorerst keinen Zusammenhang zwischen Mord und Brosche. Ihr solltet sie erst einmal behalten und euch die anderen Schauplätze vornehmen. Vielleicht findet ihr ja noch weitere Hinweise. Das werde ich tun. Hab Dank. Wartet, ich kann euch vielleicht helfen. Okay. Ihr könnt helfen? Inwiefern? Ich kenne jemanden, der euch betreffs der Mordserie unbedingt treffen möchte. Doch die Person geht ein hohes persönliches Risiko ein, wenn sie sich mit euch trifft. Daher wurde mir eine Parole für euch anvertraut. Jede Hilfe ist genehm. Sagt, wo könnte ich diese Person treffen und wie lautet die Parole? Geht zum Fuße des Praios-Tempels. Dort wird jemand auf euch warten. Sprecht die Person mit folgender Losung an. Des Nachts krönt es die Nebelzinnen. So wird euch geantwortet mit das Ogerkreuz. Und nun beeilt euch, die Person wird dort nicht ewig auf euch warten. Ein Geheimtreff. Ne, wir gehen trotzdem nochmal kurz zu Bala. Oh. Das gefällt mir gar nicht. Solche Versteckspiele fallen mir auf die Nerven. Mit Davonlaufen wurde noch kein Feind besiegt. Wir sollten auf der Hut sein. Das riecht nach einer Falle. Ja, okay. So, und Bala quatscht hier gerade noch mit den Leuten. Erzählt auf jeden Fall schon mal von dem Hinweis mit der Brosche. Ja. Und die fragen sich natürlich jetzt, ob der Ecofact deswegen sterben müsste. Nein, für diese Schlüsse ist es noch zu früh, aber es ist eine Spur. Gut. Ja, das trifft sich ja eigentlich mal gar nicht schlecht. Wir sollten ja sowieso in Richtung Praios-Tempel vorbeischauen. Aber Moment, ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Ja, Bala Dorkenschmied, da hatte ich mir auch was aufgeschrieben über die Stimme. Oh ja, sogar sehr interessant. Gerade nochmal quatschen mit ihr. Wie kann ich euch helfen? Ja, okay. Also, das ist Christine Marquitan. Ja, eigentlich eher bekannt als Opernsängerin. Wenn also in ganz, ganz vielen Filmen, habe ich jetzt gelesen, wenn irgendwo höchst professioneller Frauengesang vonnöten ist, dann kommt die gute Dame zum Einsatz. Und als Synchronsprecherstimme, und wieder sind wir bei Science Fiction, es ist der Wahnsinn, wie viel hier einfach aus der Science Fiction-Ecke doch zusammengekommen ist. Wenn ihr Stargate kennt, dann kennt ihr sie als Samantha Carter. Ja, das ist sie. So, aber jetzt auf in Richtung Praios-Platz und zum Tempel. Und ja, richtig, den Schneider Grise haben wir doch auch noch mit seinem Handschmeichler. Da können wir uns eigentlich auch noch auf den Weg machen, irgendwann in Richtung Kanalisation. Dafür müssten wir dann aber auf jeden Fall nochmal irgendwelche Fertigkeiten verbessern. Wir können dann mal gucken, wir sind jetzt bei Abenteuerpunkten 445. Ja, kann sicherlich nicht schaden. Aber jetzt quatschen wir mal hier mit ein paar Personen, die hier so rumstehen. Die Städte haben, glaube ich, nichts Interessantes. Nee. Aber da haben wir die Bäuerin Ginota. Ihr wünscht? Des Nachts krönt es die Nebelzinnen. Nebelzinnen. Ich glaube eher, ihr seid benebelt. Oh, eine Verwechslung. Bitte verzeiht. Ja, okay. Ich weiß ja, wer es ist. Wir quatschen erstmal mit den anderen trotzdem. Tischlerin Jana. Was kann ich für euch tun? Des Nachts krönt es die Nebelzinnen. Und die Nachtigallen trällern im Mondlicht? Verzeiht, ich habe euch wohl verwechselt. Tja. Stadtrat Zunderbach. Wie kann ich euch helfen? Des Nachts krönt es die Nebelzinnen. Nebelzinnen, ich hasse Rätsel, verschwindet! Entschuldigt, ich bin ja schon weg. Städterin. Und da oben haben wir noch Brauereiarbeiter Rufeo. Was gibt es denn? Des Nachts krönt es die Nebelzinnen. Aus welchem Tollhaus seid ihr denn entsprungen? Nebelzinn, so ein Unfug. danke für eure Hilfsbereitschaft. So, bleibt nur noch eine und die ist es auch. Archivarin Lausanne. Ja?
Was gibt es? Des Nachts krönt es die Nebelzinnen. Das Ogerkreuz. Ihr seid also die geheime Persönlichkeit. Also gut, nun zur Sache. Wer seid ihr und warum wollt ihr mir helfen? Ich bin Archivarin Luisanne. Als erstes solltet ihr wissen, es ist sehr wichtig, dass ihr niemanden von unserem Treffen erzählt. Meine Befürchtung ist, dass es einen Komplizen in der Stadtgarde gibt. Offenbar sorgt er dafür, dass die Suche nach den Mördern ergebnislos bleibt. Eine düstere Vorahnung sagt mir, dass ich auch so schon um mein Leben bangen muss. Oh oh. Wie meint ihr das? Es wurde doch von Graf Grovin eine offizielle Belohnung auf die Erfassung des Mörders ausgesetzt. Wie kann es da gefährlich für euch sein, die Morde zu untersuchen? Habt ihr denn noch gar nicht bemerkt, dass ihr die einzige Person in ganz Ferdok seid, die wahrhaftig nach der Auflösung dieser Missetaten strebt? Die Mörder laufen immer noch frei in Ferdok herum. Jeder, der nach ihnen sucht, könnte ihr nächstes Opfer werden. Deswegen muss ich vorsichtig handeln. Ich bin kein Mitglied der Stadtgarde oder des Adels und genieße dadurch keinen speziellen Status, der selbst einen entschlossenen Mördern vielleicht zum Zögern brachte. Adolf vom Eberstand hat seinen Status auch nicht geschützt. Aber gut, wenn ihr so wollt, ich verspreche, dass ich niemanden von unserem Treffen erzählen werde. Hab Dank, ich vertraue euch. Nun zu den Morden. Was konntet ihr bisher in Erfahrung bringen? Ich konnte bisher einige Hinweise im Mordfall des alten Ilko ausfindig machen. Schaut euch diese Brosche an. Sie gehörte dem Alten. Sie muss ihm viel bedeutet haben, der er sie gut versteckt hatte. Zeigt mal her. Durchaus nicht uninteressant. Dazu muss ich mir was notieren. Ihr wisst doch etwas. Teilt euer Wissen mit mir, bitte. Wir müssen Geduld haben. Ich muss erst zurück in mein Archiv. Nur dort kann ich zuverlässige Informationen über diese Schmuckstücke finden. Ihr solltet die anderen Morde weiter untersuchen. Wenn ich etwas herausgefunden habe, werde ich über Rübinger mit euch Kontakt aufnehmen. Passt auf euch auf. Tja, und da geht sie. Interessant, interessant. Was sollte das denn? Weitergebracht hat uns das ja nicht gerade. Eine merkwürdige Person, diese Archivarin. Ich frage mich, was sie uns verheimlicht. Ich hasse diese Geheimniskrämerei. Ja, ja. Schon interessant. Dann wollen wir noch mal hier mit dem Praios geweihten Praiodan reden. Praios möge euch erhellen. Wie kann ich euch helfen? Ehrwürdiger Geweihter, mein Name ist Nurien Eibenfeil und ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Natürlich, so fragt doch. Ja, erzählt mir über eure Gottheit, Praios den Sonnengott. Genau, dann machen wir mal ein bisschen Götterkunde hier. Praios ist der höchste Gott des 12 Götter Partions. Er ist sowohl Gott der Sonne als auch Gott des Gesetzes und der Herrschaft. Ihm geweiht ist der erste Mond im aventurischen Jahresverlauf. Wollt ihr mehr wissen? Gerne, Ehrwürdiger, ich möchte mehr über euren Gott erfahren. Praios, König und Herrscher der Götter, ist ein unerschütterlicher Götterfürst, der jeden Tag in unveränderlicher Ordnung seine Bahn über den Himmel zieht. Seine Farbe ist das Gold, seine Boten und Symboltiere sind die Greifen, zu seiner Gefolgschaft zählen die Halbgötter Ukuri und Horas. Okay. Und was gibt's über die Praios-Kirche zu wissen? Die Kirche des Praios ist die Gemeinschaft des Lichtes, eine streng geordnete Hierarchie, die in ganz Aventurien vertreten ist. Wollt ihr mehr wissen? Gerne, Ehrwürdiger, bitte erzählt. Die Gemeinschaft des Lichtes umfasst neben den normalen Geweihten auch die Heilige Inquisition, die nach Schwarzmagiern und anderen anderer götterlästerlicher Zauberei, vor allem aber nach Heretikern in den eigenen Reihen forscht. Denn die Macht der Magie ist in den Augen des Praios, der Praios-Geweihtenschaft, eine lästerliche Bestrebung, die göttliche Macht nachzuäffen und das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Die haben es also nicht so mit Zauberei. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal rein in den Tempel des Praios. Denn dort gibt es auch noch etwas zu tun. Die einschaltbare Konsole gibt dir detaillierte Informationen über die Regeln und Aktionen des Spiels. Auch den Verlauf eines Gespräches kannst du dort nachlesen, falls du einmal einen Hinweis überlesen haben solltest. Was für ein Prunkbau. Ich verstehe gar nicht, warum mich sonst nie jemand einlassen wollte. Ob die Schale dort hinten aus Gold ist? Haha, die Klotte ist hier. Schon wieder auf Diebestour. So. Ein wirklich sehr schönes Gebäude.
Ja. Auch so still hier, nur ab und zu diese Glocke. Die Schale hier, ja, sieht schon so aus, als wäre die aus Gold. Aber klar, das lass die besser mal liegen. Ja, und dann gibt es hier solche Abteile. Dort haben wir einen großen Vogel. Und hier sind aufgelistet Ukuri und Horas, wie wir ja gerade schon gehört haben. Das sind Halbgötter und es scheint mir also, als würden alle Tafeln hier Informationen über die Halbgötter geben. Was haben wir denn hier? Ukuri, strahlender Falke, halte Wacht am Firmament, während deines Vaters güldenes Auge ruhe. Und Horas, wahrer Sohn Ukuris, Adler und Rechtbringer, gebe Ordnung und Herrschaft da, wo Chaos herrsche. Okay, wir müssen alles auch merken jetzt mal. Garafan, König aller Greifen, behüte die Niederen und gebe ihnen Kraft, auf dass sie des Herrn Gebote Folge leisten. Und Branibor, hoher Drache, erhebe dich mit eisernem Flügelschlag und hüte die Gerechtigkeit im wachen Geiste. Ja, habt ihr euch alles gemerkt? Ich glaube nicht. Aber ich habe es ja nun inzwischen schon mehrfach gemacht. Von daher dürfte es mir wohl gelingen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Doch erst gehen wir mal noch in dieses Abteil und gucken uns hier die Steintafeln der Halbgötter an. So, hier haben wir nichts, aber da. Urishar, Wahrer der Ordnung und des Gleichmaß, vernichte Gesetzlosigkeit und die Willkür des Wesens. Okay. Und Darador, hundertfarbiger Drache des blendenden Lichts, beschütze des Herrn Antlitz, auf das es immer wart. Okay. Dann haben wir noch Shelachar, ja, ich habe Shalach, ne, habe ich nicht, Göttlicher des Gesetzes und der Gebote, halte Wacht im Gefolge des Herrn und bewahre seine Weisheit. Und zu guter Letzt Yamoran, Herr und Greif der wärmenden Stund, folge den Strahlen und bringe das Licht auf deres Schei. Deres Scheib. Ja, übrigens, Scheib, das ist interessant, zum aktuellen Jahr, also was ist das hier, das Jahr 1032 nach Bosbarans Fall, ne, genau, glauben die Leute, dass dere, also quasi deren Planet, eine Scheibe ist. Aber es gibt bereits Gerüchte über eine mögliche Kugelform, also, ne, ja, das ist in diesem Ladebildschirm, taucht das manchmal auf. So, hier haben wir noch eine Statue von Gilborn von Punin. Dann quatschen wir nochmal den Preios-Geweihten an. Praios zum Gruße. Was ist euer Begehr? Yay, und der Tempel hat eine ganz schön tolle Akustik. Wer ist dieser Gilborn von Punin, den diese Statue darstellt? Ihr wisst nicht, wer Gilborn von Punin ist. Er ist Erzheiliger der Praios-Kirche und zudem der Schutzheilige gegen Zauberei. Wenn euch nach Wissen dürstet, so könnt ihr in diesen Hall noch mehr erfahren. Seht euch doch etwas um und lasst mich dann euer Wissen prüfen. Ich habe mich bereits umgesehen, Ehrwürdiger. Ihr meint also, ihr kennt euch mit den Dienern des Fürsten der Götter aus und seid bereit für meine Fragen? Ja, das bin ich, Ehrwürdiger. So. Wer ist der Hüter des Sommers und der Bringer des Lichts? Ja, so. Ich glaube, das war Yemoran. Ja, ihr habt recht. Doch würde ich euer Wissen gerne mit einer weiteren Frage prüfen. So stellt eure Frage, Ehrwürdiger. Wer ist Wahrer von Ordnung und Gleichgewicht in unserer von Praios gesegneten Welt? Das war dann, glaube ich, Urishar. War das nicht die Tafel hier von wegen... Ja, Dings, ja, das war Urishar. Ja, fürwahr, ihr habt recht. Doch war dies erst meine zweite Frage. Könnt ihr auch die dritte beantworten? Ich will es versuchen, Ehrwürdiger. Wer ist der Beschützer der Sonnenscheibe? Ja, das war doch die letzte Tafel, die wir gelesen haben. Dann war das doch, glaube ich, Darador, oder? Oder war das jetzt? Ich glaube, es war Darador. Exakt, euer Wissen ist bemerkenswert. Seid ihr für die nächste Frage gewappnet? Bitte, stellt eure Frage, Ehrwürdiger. Wer ist es, der über allen Greifen steht und die niederen Wesen beschützt? Jetzt muss ich doch meine Erinnerung bemühen. Von den Tafeln habe ich es jetzt gerade nicht mehr so. Ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht.
Oh Gott, war das jetzt Okuri oder Garafan? Ich glaube Garafan. Ja, ihr habt die Tafeln gut studiert. Doch könnt ihr auch die nächste Frage beantworten. Ich hoffe, die letzte. Wer wacht über die Nachtstunden, wenn des Götterfürstes Auge ruht? Ja, das war jetzt aber Okuri. Bin mir ganz sicher. Ja, ich muss euch loben. Ihr liegt abermals richtig. Euch brauche ich nicht weiter zu prüfen. Stattdessen werde ich euch in meine Gebete einschließen. Habt Dank, vielen Ehrwürdiger. Möge Praios seine schützende Hand immer über euch halten. Puh, das war viel. Ja, wer euch jetzt fragt, was bringt das jetzt, dass der für uns betet? Ja, wir werfen mal einen Blick auf unsere Abenteuerpunkte und sehen, wir haben jetzt schon über 500. Vorher war es noch 400 irgendwas. Ja, also es hat halt hier Abenteuerpunkte gebracht. Und das ist ja auch nicht schlecht. So. Dann können wir auch den Tempel wieder verlassen. Ja, und als nächstes wäre es doch jetzt vielleicht interessant, mal die Sache mit Schneider Griese dazu machen. Ja. Doch, finde ich schon. Ja, und hier stand jetzt auch, dass man mit STRG gedrückt hält, dann hier die Aktion auf der Quick-Slot-Leiste, dass man die Aktionen auch stapeln kann und dann werden die hintereinander ausgeführt. Habe ich aber in den seltensten Fällen, glaube ich, von Gebrauch gemacht. Naja. So. Schneider Griese. Aber Moment. Nee, wir gehen... Ah, das machen wir jetzt noch. Wir gehen vorher... ich habe mir nochmal hier so einen älteren Part angeschaut. Wo wir hier Ferdok frisch betreten hatten. Da ist mir doch glatt eingefallen, dass wir da hinten bei dem Jäger... Der hatte was ganz Tolles zum Verkauf, das wir glatt nicht gekauft haben. Das haben wir aber voll übersehen. Das war der Part mit meiner Freundin und mir. Da müssen wir unbedingt nochmal zurück. Und wieso ruckelt es gerade so? Läuft da irgendwas im Hintergrund? Macht Kaspersky mal wieder ein Update oder was? Naja. Wird schon aufhören, hoffe ich, mit der Ruckelei. Eigentlich läuft das Spiel ja schon flüssig bei mir. So, jetzt hier. Jäger Wulfrung. Ihr wünscht etwas über den Bogenbau zu erlernen? Nein, eigentlich nach. Narf. Nochmal. Kaufen. So, was hat er zu verkaufen? Und es war nämlich hier die verbesserte Sehne. Die ist nämlich für den Bogenbau interessant. So, ich denke mir, dieses Rezept, gleich benutzen. Eigentlich kann ich euch mal ein bisschen was übers Crafting zeigen. Wir können unseren Bogen theoretisch auch gleich verbessern, bevor wir dann in den, die Kanalisation gehen, ne? Das wäre doch mal interessant. So, dann wollen wir jetzt erstmal unsere Fertigkeiten verbessern. Es wird jetzt mal dringend Zeit, das zu machen. Ja, 505 Punkte können wir vergeben, das ist schon wieder so einiges. Also, gleich erstmal den Bogen verbessern, das ist wichtig. So. Jetzt haben wir natürlich hier jede Menge Punkte, die wir versetzen können. Konstitution, ja, wäre schon nicht schlecht. Aber es sind noch so andere Sachen, die ich wichtig finde. Bogenbau auf jeden Fall. Da würde ich schon gerne erstmal hier die 10 Punkte draufgeben. Selbstbeherrschung ist natürlich immer ganz wichtig. Nimmt man einfach grundsätzlich weniger Schaden. Heilkunde, Wunden und Gift, damit wir dann einfach auch unsere Leute gut heilen können, ist alles schon wichtig irgendwo. Auch im Bereich Zauber. Hier, Balsam Salabunde, das ist Heilung, sehr wichtig. Flimflam Funkel ist unser Lichtzauber. Ist auch nicht zu vernachlässigen, wenn es mal wirklich dunkel wird. Armatrutz, ja, es ist ein Schutzzauber, der uns dann einfach weniger Schaden einstecken lässt. Aber jetzt sind wir natürlich hier in dem Bereich, kommen wir auf Konstitution, das kostet halt auch so viel. Tierkunde, Pflanzenkunde auf jeden Fall. Gut, Alchemie haben wir gelernt, aber noch gar nichts gemacht, da sollten wir auch Punkte drauf geben. Denke ich schon. Aber jetzt gehen wir auch nochmal, vielleicht auch nochmal eins hier auf Lebensenergie. Obwohl Alchemie, aber es ist auch was so spät, wo wir das dann... Ah. Grummel. Naja, okay. Vielleicht noch ein bisschen schleichen. Nee. Nee, nehmen wir besser Lebensenergie ja noch auf. Ja, das war jetzt erstmal hier ganz schöne Menge Skillerei bei unserem Charakter. Wir sind ja noch nicht fertig. Machen wir weiter mit Rulana. So, und auf jeden Fall bei ihr ihre Säbelwaffen.
Und Hiebwaffen könnten eventuell auch interessant sein bei ihr. Für später. Genau, sie soll mal nicht nur mit dem Säbel kämpfen, sondern auch mit stumpfen Waffen umgehen können. Da geben wir ihr hier mal ordentlich was drauf. So, was finde ich denn hier an den Fertigkeiten interessant? Eigentlich sogar eher weniger. Selbstbeherrschung natürlich, klar, für den Kampf, Heilkunde, Wunden. Aber Körperkraft kann ich jetzt schon gar nichts mehr draufgeben hier. Müssen wir dann für später mal machen, damit sie eine kräftige Haut-Drauf-Dame wird. Da können wir mal ganz viel in Lebensenergie investieren. Dass die uns nicht so schnell davon stirbt und dann hier nochmal Selbstbeherrschung. Ja, das finde ich gut. So, Vorgrim. Seine Zwergennase ist es gut, um Geheimgänge zu entdecken. Aber auch erstmal wieder nach den Waffen gucken. Seine Hiebwaffen sind sogar schon mal ganz gut geskillt. Dann vielleicht Zweihandhiebwaffen. Kann ja auch interessant sein. Machen wir mal. Falls wir ihm was geben, was dann hier beide Hände benötigt. Ja, dann machen wir nochmal ein bisschen Zwergennase. Oder... Ja, ach nö. Ist ganz gut, das passt erstmal für Vorgrim. Vielleicht schmieden. Da können wir später nochmal... Ja, einfach mal ein bisschen schmieden. Noch gar nicht so viel mit Schmiedekunst gemacht, aber es könnte ja interessant sein. Ja, soll mal schmieden, das ist schon gut. Ja, und jetzt noch Kladdes zu guter Letzt. Da muss ich auch wirklich nochmal nachdenken jetzt. Also, auf jeden Fall ist mir ganz wichtig, dass die Frau Schlösser knacken kann. Das ist ganz wichtig. Vor allem jetzt für die Diebesgilde, für den Parcours. Da müssen wir ordentlich was drauf geben. 10 Punkte mit Sicherheit. Wie weit geht's denn? 11 wäre jetzt das Maximum. Ja, wäre schon auch ganz gut, sie da ganz hoch zu skillen. Taschendiebstahl ist im Grunde genommen... Aber sie ist halt auch sehr schwach. Im Kämpfen würde sie dann schnell sterben. Und im Grunde genommen kämpft sie mit den Fechtwaffen gerade. Ah, da kann man schon mehr Punkte drauf geben eigentlich. Jetzt haben wir bloß noch 19 zur Verfügung. Sie soll ja auch keine schlechte Kämpferin sein. Und Konstitution hat sie auch so wenig. Nicht, dass sie uns so schnell abnippelt. Nicht beim Schlösserknacken wieder eins runter. Schwierige Entscheidung. Und Feilschen? Ihr Feilschen-Talent sollten wir hochsetzen. Unbedingt. Ja, genau. Dann nehmen wir beim Schlösserknacken mal wieder eins runter. So, jetzt überreden. Menschenkenntnisse, das ist auch wichtig. Oh Gott. Na klar, das sind so viele Sachen wichtig. Naja gut, die Waffen können wir jetzt erstmal nicht weiter verbessern. Magie hat sie ja theoretisch auch. Dann nehmen wir jetzt doch nochmal das Feilschen-Talent. Bisschen mehr. Ja, nehmen wir mal Feilschen. Machen wir mal so, das ist okay. Heilkunde Wunden können wir auch nochmal ein bisschen. So, passt. Sind wir halbwegs vernünftig geskillt. So. Würde ich sagen, begeben wir uns jetzt in den Mühlen. Nein, machen wir nicht. Wir machen unseren... Machen hier unser... Genau, wir nutzen jetzt die Werkbank. So, oh, für die verbesserte Sehne brauchen wir Salbenfett. Ach ja, schau an. Und vorher können wir mit dem verbesserten Kurzbogen auch nicht bauen. Okay. Dann, dann machen wir das noch. Wo wir das Salbenfett herkriegen, das weiß ich sogar ziemlich schnell. Ich glaube, der hat keins. Der hat das jetzt nicht. Das wäre natürlich super, wenn er jetzt welches hätte. Aber ich glaube, es ist bei der Kräuterfrau Ackerbold am Preiosplatz. Willkommen beim Krepp. Er hat bestimmt kein Salbenfett. Nein, natürlich nicht. Gut. Auf zur Kräuterfrau Ackerbold. Dann seht ihr auch mal ein bisschen was über das Crafting-System. Bauen wir uns doch gleich mal einen besseren Bogen. Finde ich gut. Doch, finde ich sehr gut. Unbedingt. Badam. Schönes Lied. Ja, wenn die Laufwege nicht immer so viel wären. Das ist dann halt so. Ist ja schon mal gut, dass wir jetzt nicht zur Grafenstadt wollen, wo man da ganz wunderbar shoppen kann. Da hat sie noch mal ganz, ganz tolle Stände dann. Und noch so viel beisammen. Ja, beim Ugdanhafen waren wir auch noch nicht. Aber das machen wir dann definitiv im nächsten Part. Ja. So, Kräuterfrau Ackerbold. Tretet näher.
frische Kräuter aus Harvestroll. Wo war Salbenfeld? Da war Salbenfeld. 28 Dukaten! Ja, aber für 100 Stück. Deswegen, wir brauchen ja eigentlich bloß 2. Ja, 2 haben wir für die verbesserte Sehne gebraucht. Das reicht ja. 5 Silbertaler. So. Werden wir gleich nochmal ein paar Sachen los hier. Fellfetzen. Rostige Nägel. Verdocker. Apfel. Die Armbrust. Wir verkaufen sie. Bringt 2 Dukaten. Das ist super. Ein Bärensaft. Keule brauchen wir eigentlich auch bloß eine. Denke ich mir. Ja. Passt schon. Das ist gut. Okay. So, jetzt zurück. Den Weg zurück. Ja, wir bauen uns jetzt einen schönen Bogen. Oh ja. Ich glaub, die Rumsingerei ist doof. Ach, wenn ich wenigstens spontan reimen könnte. Was ich eigentlich sogar kann. Aber jetzt ist mir nichts eingefallen. Na, mal gucken. Aber gibt ja doch so einige Let's Player, die gerne in ihren LPs mal rumsingen. Ich gehöre definitiv auch dazu. So, jetzt aber. Werkbank, wir stellen her die verbesserte Sehne. Rezept anwenden. Ja, und jetzt können wir auch den verbesserten Kurzbogen herstellen. Wir können uns aber gerade eben mal noch unseren Bogen anschauen und die Werte, die dieser hat. So, die aktuellen Werte unseres Bogens sind 1W plus 1. Okay, alles klar. Und eine Nachladezeit von 0 Kampfrunden, was natürlich super ist, weil man dann in jeder Runde auch schießen kann. So, und so sieht der Bogen jetzt gerade eben noch aus. So, jetzt müssen wir ihn wieder wegstecken, damit wir ihn auch fürs Crafting benutzen können. So, verbesserter Kurzbogen. Rezept anwenden. Und jetzt müssen wir den natürlich wieder ins Inventar packen. Zack. Und mal kurz anschauen, was der hier so an Werten hat. Ja, vielleicht noch ausrüsten. So. 1W plus 2, also ist besser. Sehr, sehr schön. Und wenn wir jetzt mal hier so gucken, das Ding sieht auch einfach mal geiler aus. Ohne Frage. Sehr, sehr cool. Ja, so, dann gehen wir jetzt trotzdem noch in den Mühlenkeller. Das machen wir jetzt auch noch. Hab doch am Anfang gesagt, dass der Part ein bisschen länger sein darf. Ja, vielleicht kriegen wir ja sogar noch hier eine Stunde hin. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Das wäre doch mal richtig lang jetzt. Aber da freut ihr euch doch bestimmt auch mal, wenn ich einen langen Part mache. Ne? Könnt ihr euch entspannt zurücklehnen. Das schöne Spiel genießen. Und meine albernen Kommentare nicht genießen. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. So. Jetzt sind wir ja gut bewaffnet. Und außerdem auch Kampffertigkeiten technisch ganz gut dabei. Also rein. In die Kanalisation. Der Untergang der Metropole Bosbaran, Hauptstadt des früheren Reiches. Ja gut, das hatten wir schon mal. Und richtig, wir sind im Jahre 1032 nach Bosbaran. Und da ist eine Ratte, die sich da irgendwas schnappt und einfach mal damit wegrennt. Oha, was sagt unser Quest-Tagebuch? Das ist das Falsche, der Unglücksrabe. Ich muss die Ratte finden und ihr den Glücksbringer abnehmen. Ja, guck an. Da hat doch tatsächlich eine Riesenratte uns das Viech vor der Nase weggeschnappt. Ja, es geht ja mal gar nicht. Also, nee. Ja, und jetzt haben wir hier so lauter Wurzeln, die hier in die Kanalisation nach unten ranken. Ich glaube, hier gab es auch noch keine Geheimgänge. Wir haben ja hier vorhin das Talent Zwergennase bei Vorgrim verbessert. Das besagt, dass er in der Lage ist, Geheimgänge zu entdecken, die wir so vielleicht nicht finden würden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier noch keine gab.
Naja, wir werden sehen. Vielleicht ja doch. Später gibt es auf jeden Fall Geheimgänge, wo man tolle Sachen finden kann. Und deswegen ist das schon auch gut, dieses Talent nicht zu niedrig zu halten. Ja, erstmal ist es hier so eine normale Kanalisation. Eigentlich alles relativ ruhig. Nicht so viel los. So, hier haben wir nochmal Holzfässer. Die muss ich jetzt natürlich öffnen, weil später können wir nicht nochmal hier rein. Da wäre also nichts mehr mit Offscreen machen. Entweder jetzt oder gar nicht. So. Ja, das ist doch gut. Ja, da haben wir auch nochmal ein Holzfass mit. Naja, einer Mausefalle. Die könnte man jetzt gebrauchen für die Ratte. Aber ich glaube, das Viech ist schon zu groß für eine handelsübliche Mausefalle. Da hockt sie. Die Ratte. Und da hinten kommen auch noch gleich welche. Ja, dann wollen wir das Viech mal angreifen. Ich könnte mir vorstellen, das doch gerade mal mit dem Messer zu probieren. Ja, wir greifen es einfach mal direkt so an. Gute Entscheidung. Da braucht man jetzt auch keine Spezialfertigkeiten. Ja, so, alles klar. Ratte ist erledigt und Handschmeichler schon im Inventar. Ja. Machen wir die Ratten platt. Ja, ja, so harmlos wie die hier sind, braucht man keine Spezialfertigkeiten holen. Das geht so. Sehr cool. Ja, dann machen wir uns mal an die Ausnahmearbeit. Wollen ja auf jeden Fall die ganzen Rattenschwänze haben. Ja, gut. Die Ratte hat uns zwar nur den Schwanz gegeben und nichts anderes, aber muss auch sein, weil wir haben da ja noch was mit den Rattenschwänzen. Ne? Die sammeln wir ja seit Ferdok. Seit wir der ersten Ratte begegnet sind und ihr wisst ja noch nicht, warum wir das machen. Ich denke, damit könnten wir den Part dann auch abschließen. Genau, wir machen jetzt hier das Gewölbe fertig und werden dann, nachdem wir Griese den Handschmeichler zurückgegeben haben, und noch die Sache mit den Rattenschwänzen machen. Und dann hören wir auch auf. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Auf jeden Fall. Ach ja, und ich freue mich schon auf den Upload von diesem Part. Der wird bestimmt seine 2 GB groß werden oder so. Na, mal gucken. Mach ich dann mal irgendwie über Nacht, wenn ich sowieso am Schlafen bin. Und 3 Heller, alles klar. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, auch alle Sachen. Jetzt geht's hier los mit den Ratten. Komm, haben wir die eine erledigt. Falscher Knopf, Hilfe. Komm, haben wir die eine erledigt. Kommen hier auf einmal alle Ratten. Als ob die Rache wollen oder sowas. Ja, aber schon haben wir sie abgemurkst. Geht ja recht problemlos. Sind ja nun keine ernstzunehmenden Gegner. Obwohl das später auch hier in Ferdok nochmal eine ganz andere Sache wird. Wer glaubt, Ratten wären harmlos? Ja. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Das seht ihr dann auch mal noch. Im Laufe dieses Let's Plays. Ratten können richtig, richtig böse sein. So, da. Ja, und ich benutze hier auch gerade fleißig den Dolch, aber überhaupt nicht den Bogen. Machen wir uns drauf und dran, die Ratten mal hier abzustechen. Ja, und eine noch. Und tot. Obwohl ich gerade überlege, ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, das mit dem Bogen zu machen, weil wir unser Haupttalent wird natürlich Bogenkampf ist. Und ich glaube, dann gibt es mehr Erfahrungspunkte, wenn ich die jetzt mit dem Bogen erledigt hätte. Ja, ich glaube, das ist so. Von daher, wenn wir beim nächsten Mal dann doch wieder Pfeile benutzen. So. Alles klar. War's das jetzt oder kommt da noch mehr? Nee, ich glaube, das war's. Sehr gut. Dann kriegt der Griese jetzt seinen Handschmeichler.
Die riesenhaften, einäugigen Zyklopen gelten als Kinder Ingerims und als die besten Schmiede Aventuriens. In früheren Zeiten gab es viele von ihnen, doch mittlerweile nicht, dabei leben sie fast nur noch in wenigen... Ja. Schön, wenn es so schnell lädt. So, Schneider Griese. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr ihn schon gefunden? Hier, ich habe euer gutes Stück gefunden. Da habt ihr es wieder. Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Das war wirklich außerordentlich nett von euch, für mich danach zu suchen. Jetzt kann ich endlich wieder meiner Arbeit nachgehen. Bitte nehmt diese 2 Silberlinge für eure Mühen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Gehabet euch wohl. Mögen die 12 über euer Schicksal wachen und euch niemals über ein Huhn stolpern lassen, um etwas Wichtiges verlieren. Ja, da ist er glücklich, der Griese. Ja, so, dann gehen wir jetzt nochmal direkt in die Taverne Silberkrug. Und jetzt werden wir auch gleich mal sehen, was es mit den ganzen Rattenschwänzen auf sich hat, die wir so im Inventar haben. Wir können da gerade nochmal gucken. Haben jetzt genau 60 Dukaten. Das ist ja wunderbar. Da können wir uns auch diese Zahl mal super merken. Und wir haben 29 Wolfsrattenschwänze. Ja, ich glaube, das habe ich auch schon vorgelesen. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Ah, so. Was koche ich heute? Wann wird das was mit Rüben sein? Rüben sein? Och, der ist am Singen hier. Doch, am liebsten hätte ich Äpfelein, Äpfelein, Äpfelein. Was wollt ihr in meiner Küche? Ihr habt hier nichts. Halt! Rieche ich etwa Wolfsrattenschwänze? Ja, sieht so aus. Ihr scheint eine gute Nase zu haben. Das stimmt, ich habe einige Wolfsratten erlegt. Oh, die kann ich immer brauchen. Da gibt's eine deftige Suppe, müsst ihr wissen. Igitt, das darf doch nicht wahr sein. Dabei hat mir die Suppe hier immer noch am besten geschmeckt. Will gar nicht erst wissen, was hier in dem anderen Fraß alles drin ist, der hier aufgetischt wird. Seht ihr? Auch ihr bevorzugt meine Hausspezialität. Rattenschwänze, Hausspezialität. Wenn ich gewusst hätte, was man hier vorgesetzt bekommt, keinen Löffel hätte ich davon runtergekriegt. Bah! Ach, stellt euch nicht so an. Vorige Woche habt ihr noch von meiner vorzüglichen Suppe geschwärmt. Meine Suppenkreation ist eben eine Delikatesse. Ach, ich geb's auf. Hier esse ich jedenfalls nie wieder was. Also, nachdem das geklärt ist, würdet ihr mir die Schwänze überlassen? Ich zahle euch mehr dafür als irgendjemand sonst in Ferdok. Ja, wie viel bietet er denn? 2 Heller pro Schanz, was sagt ihr? So, jetzt müssen wir feilschen. Und jetzt werden wir mal hoffen, dass unser Feilschen-Talent jetzt ausreicht. Ja, wenn ihr so sehr mögt, sollte euch diese Delikatesse schon etwas mehr wert sein. Ich will 4 Heller pro Schwanz. Ich hätte wohl nicht so lauthals über meine Spezialzutat schwärmen sollen. Also gut, 4 Heller pro Schwanz. Einverstanden, da habt ihr sie. Ach, wunderbar, vorzüglich, das wird ein Gaumenschmaus. Wohl eher Gaumengraus, pfui, Bobberat. Ja. Ja, haben wir unsere... Ach, schon wieder so viel Geschirr. Ach, geschrubbt wird später. Ja, also der wäscht das Geschirr nicht ab, tischt den Leuten Rattenschwänze auf. Ich weiß ja nicht, ob ich hier wirklich essen wollte. Aber ist schon lustig, wie er so rumläuft. Ach, wo hab ich denn nur... Ja! So ein bisschen verpeilt. Und wir haben jetzt... 61 Dukaten, 1 Silbertaler und 6 Heller. Also 1 Dukaten, 1 Silbertaler, 6 Heller hat uns das Ganze jetzt gebracht. Und das ist schon cool, wie man da mit den Rattenschwänzen einfach mal was... Trollalalalala, trüdelü, trüdelü. Oh, ich glaube, das war jetzt die Melodie von Gronks Kohlelied. Hupsala. Naja, das ist halt einfach so ein Ohrwurm. Ach, ich muss noch ein bisschen, ja genau, du musst noch ein bisschen kochen und sauber machen, wäre auch mal ganz gut. Und den Leuten hier sagen, was sie zu essen kriegen. Naja, dann würde ich sagen, verlassen wir jetzt die Taverne. Silberkrug. Sonderfertigkeiten können in einem Kampf sehr schnell zu, und das habe ich auch schon mal vorgelesen. Glaube ich. Ja, dann, dann reicht's jetzt für diesen Part. Mann, haben wir viel gemacht. Das war jetzt richtig viel. Aber mal gucken, was wollen wir dann als nächstes in Angriff nehmen? Wir müssen immer noch
Ja, natürlich. Die Morde in Ferdok. Den Mörder von Ardo wollen wir auf jeden Fall noch. Also überhaupt den Mordfall Ardo wollen wir mal noch ein bisschen untersuchen. Da sollten wir uns mal, ja, an der Stelle umgucken, wo er eben ermordet wurde. Dann haben wir natürlich den Mordfall Drachen haben wir noch. Flinkes Frettchen. Das ist eine Taverne am Ugdanhafen. Ja, das sind so Sachen, die werden wir auf jeden Fall im nächsten Part mal in Angriff nehmen, würde ich sagen. Ja. Gut, liebe Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mal gucken, wie lange die Folge dann wieder wird. Alles klar, macht's gut und bis dann.